prachtvollen Wintergärten, seinen prächtigen Herrenhäusern und seinen Herzögen, Baronen und Grafen. Nun, dass ich mir wünschen würde, das nötige Kleingeld zu haben, um dort zu leben. Aber ich schätze, es wird stattdessen auf einen Besuch hinauslaufen. Einen sehr kurzen und sehr teuren Besuch. Ja, und damit gehen wir aber trotzdem weiter hier in Pumble. Und dann herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Two Points Hospital. So, wo wir uns jetzt wieder kurz einleben müssen. War es Urlaub? Okay, das war hier. Pflanze. Ein Modell. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Sehr schön. Stufe 4. Gut, wir könnten eine Forschung haben bei Psychotherapie. Unterstützung braucht man nicht. So. Oh. Gut, wir sind ja. Was haben wir da noch frei? Ärzte haben wir genug. Kardiologie. Farbe braucht man nicht. Forschungsprojekt. Megascanner, Psychiatrie machen Ausbildung, Facharzt. So. Kann man so nicht machen. Zirkustherapie hat nicht geholfen. Was sagen unsere Patienten? Was haben die so die Diagnose? Die meisten liegen hier auf der Ruhestation. Was ist eigentlich? Hier noch drei Trambon. Sehr schön. Arzt in die Arztpraxis, bitte. Die Aufnahme ist überfüllt. Aber der hat hier nichts zu tun. Warum hat der hier nichts zu tun dann? Ein Arzt wird in der Entleuchtungsklinik benötigt. Hm.
So. Und dann stellen wir halt noch Assistenten. Anstellen, Entschuldigung. Ich habe einen Assistenten mehr ein. Einen guten Arzt noch. Und das könnte eigentlich dann schon sehr gut ausreichen. So, gleich nochmal einen Eingang, ein paar Palmen. Schönert das Ganze. So, haben ein paar Gehalt. Finde ich gut. 80% haben wir auch erreicht. Brauchen wir eigentlich nur mit dem Wert und die gehaltenen Patienten. Theoretisch könnten wir das Zimmer sogar. Wir brauchen aber noch Krankenpflege auch. Die machen alle mit. Dauert ein bisschen, aber. So dringend aus. Ja, wir könnten eigentlich Toiletten auch noch anbringen, aber. Stimmt, war schon ziemlich groß hier alles. Hab ich nicht gedacht, mein Fehler. Sehr schön. Radio 2 Point. Okay, gut, bau Tränkeautomat vielleicht noch. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Snackautomat kann man auch da noch herstellen. Kann man auch da noch einen herstellen. So, Gesundheitspreis des Two Counties. Patientenpreis, Lehrgang. Dreimal Arbeitgeber des Jahres, keine Todesfälle. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Sehr schön.
Sehr, sehr schön. Ah, hier könnten wir uns auch noch. So eine einfache Axtpraxis da noch hinmachen lassen. Aus dem Südosten unseres wunderschönen Countys erwähnen. Ach schon? Leider hat es mich selbst noch nicht dorthin verschlagen. Doch durch meine landwirtschaftlichen Kontakte konnte ich einige Karotten ergattern. Groß wie ein süß wie sonst nichts. Einfach unschlagbar. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glatt denken, die kämen aus dem Labor und nicht aus dem Garten. Dickes Lob an die Bauern in Camouflage Falls. Patienten treffen jetzt an der Apotheke ein. Ja, Psychiatrie unbedingt kann man auch einstellen, aber soll man mal daran lernen? Damit der Leiter der Arzt hier hatten. Sehr, sehr gut. So. So. Patienten. Die Dame kam. Sehr schön. Ob ich irgendwas aufwerten kann, aber... Sehr schön. Dumm. Dumm. Ein Kurs verfügbar, okay. Natürlich sehr interessant. Psychiatrie. Psychiatrie hat nämlich da nicht besetzt. Hausmeister zur Reparatur des Medikamentenmixers, bitte. Hm.